crois que c'est très très difficile pour moi d'imaginer la mode sans le mouvement. Ohne Bewegung kann ich mir Mode eigentlich gar nicht vorstellen. Schon die Anproben, die tägliche Arbeit läuft in Bewegung ab. Ich glaube, dass es immer einen Rhythmus gibt, der eine Saison bestimmt. Die Musik gibt den Ton an. Sie spielt eine wichtige Rolle im Modedesign, weil sie eine künstlerische Verbindung zwischen den Kleidungsstücken herstellt. Licht und Design der Location bereite ich schon lange im Voraus vor. Le dessin du lieu, donc sur l'architecture du lieu. On commissionne toujours un groupe. Wir beauftragen immer eine Band, damit wir einen eigenen Soundtrack haben. Ich mag keinen Mix aus Sachen, die es schon gibt. Deshalb habe ich Freunde, die Band Phoenix gebeten, die Musik zu machen. Die Fotos sind für mich eine Orientierungshilfe. Damit kann ich mein Schaffen genau zurückverfolgen. Ich bewahre praktisch keine Kleider auf. Ich archiviere sie nicht. Wenn das Defilé vorbei ist, sind sie für mich vergessen. Dann gehe ich lieber zu etwas Neuem über. Das Casting und das Set hingegen habe ich gern archiviert und fotografiere sie deshalb auch. Ich bereite alles sehr früh vor. Ich bin keiner, der die Dinge auf den letzten Drücker macht. So ist alles ganz entspannt. Und es gibt keinen Stress. Meine Mitarbeiter und die Models sind sehr nett und umgänglich. Da gibt es überhaupt keine Probleme. Are gonna change, and not for better. Don't know what it means to me, but it's hopeless, hopeless. Gotta get you home, could be with anyone. Certains garçons sont des garçons d'agence. Quand ils le sont, c'est souvent. Manche Jungen kommen von Agenturen und oft ist es ihre erste Schau. Sollten sie vorher schon auf einem Laufsteg gewesen sein, dann nur für Dior Homme. Sie laufen exklusiv für uns. Jedes einzelne Model hat einen besonderen Stellenwert. Und ich mag es, wenn man sie wirklich nur in dieser Schau sieht und in keiner anderen sonst. Es sind Models, die einen ganz bestimmten Typ verkörpern und einen ganz klar definierten Stil haben. Identifié avec une allure très particulière. Alors ça, c'est une partie du casting, c'est donc les agences. Die Agenturen stellen also einen Teil des Castings, ungefähr 40%, manchmal auch weniger. Und den Rest der Models-Reise können die Models aus Berlin oder von woanders sein. Hier sind jetzt ein paar Jungs aus London, die ich dort zufällig entdeckt habe, als ich in Plattenläden oder sonst wo herumspaziert bin. Man kann überall Leute entdecken. N'importe où, en fait, il n'y a pas de lieu pour ça. Bei mir war das so, dass ich gerade am Hackisch Markt da in der Nähe war und dann habe ich halt Idis Limana gesehen irgendwie mit meinem Hund und dann hat er mich angesprochen. Der meinte, dass er zuerst wirklich auf meinen Hund geguckt hat so und dann zu mir. Da war ich erstmal so ein bisschen skeptisch so von wegen, naja. Aber dann habe ich auch gehört, dass schon andere Leute das gemacht haben und so. Und dann, ja. Der hat auch irgendwie gleich Fotos von mir gemacht. Und dann war es das auch eigentlich.
Ça dépend essentiellement des personnes. Et à vrai dire, c'est le gros problème. Die Mode, die ich mache, sieht an jeder Person anders aus. Das ist das große Problem bei den Anproben. Wir brauchen unglaublich viel Zeit. Ich kann ja nicht einfach einen Jungen von einer Agentur nehmen und ihm irgendetwas überziehen. Zwischen den Jungen und dem, was sie tragen sollen, muss eine Beziehung bestehen. Eigentlich sollte man sie die Sachen selbst aussuchen lassen. Das würde mir fast am besten gefallen. Es würde vieles vereinfachen. Alors ça prend beaucoup de temps. Ça pourrait être beaucoup plus simple. Ich bin immer auf der Suche nach einer besonderen Bewegung, nach einer besonderen Art, Kleider zu tragen. Am schwierigsten ist es, die richtige Proportion zu finden. Das ist aber auch das Wichtigste. Solange ich nicht genau die Proportion weiß und den Rhythmus, komme ich nicht weiter. Das ist ein bisschen alte Schule. Deshalb passe ich auch so gut zu den großen Modehäusern. Es ist nicht das Besondere nur an der Mode, es ist auch das Besondere an der Persönlichkeit, weil das irgendwie unzertrennbar ist. Er steht für seine Mode, wie Coco Chanel für ihre Mode stand. Das entspricht seiner Ästhetik, das entspricht auch seinem Look. Und vor allen Dingen, er hat im Grunde das gemacht, was Armani vor 20 Jahren oder 25 Jahren gemacht hat. Und das hat er jetzt neu gemacht. Das heißt, eine andere Silhouette. Denn Männermode wurde meiner langweilig, oder das war so exzentrisch, schlapperisch, dann war ich auch dicker geworden, oder es war sehr klassisch und so. Ich meine, das war ein bisschen langweilig. Und wie ich gesehen habe, wie seine Sachen Anfang schon bei Saint Laurent und danach hier bei Dior rauskam, habe ich gesagt, jetzt musst du aber schlank werden, denn da kannst du Kunde sein, das ist für dich. Und das halte ich für eine gesunde Disziplin, denn plötzlich hatte man das Gefühl, da war etwas Neues, ein anderer Ton. Eine Männerjacke ist immer ein Kragen, Knopf und ein Ärmel, aber es kommt darauf an, wie die Proportionen sind. Und was er erneuert hat, sind die Proportionen. Andere haben das vielleicht auch versucht, aber das will nichts heißen, weil er den richtigen Ton, die richtige Ambiance und das richtige Gefühl dafür hatte. Und das sieht nur richtig aus, wenn er das gemacht hat, wie er das vor 2-3 Jahren gemacht hat. Die Röcke wurden bei anderen auch länger im gleichen Zeit wie der New Look. Nur Dior hatte die richtige Formel gefunden. Und ich kann das mit Abstand sagen, weil ich persönlich mich für Männermode nur interessiere, wenn ich es anziehen kann. Sonst interessiert mich das nicht besonders. Und da die Männermode nicht mehr sehr interessant war, interessiert ich mich nicht für und auch nicht mehr für mich selber. Denn ich meine, ich bin Kleiderbügel und damit hat sich das. Ne? Und ich finde, er konkretisiert die Atmosphäre von heute auf eine sehr intelligente, instinktive und neue Art, denn nur der overschlabberige Streetwear und das, die Leute laufen ja aus wie Hefeteig. Und plötzlich, seine Mode verlangt eine gewisse
körperliche Disziplin, schon wie er sie zeigt, die Models, die er nimmt. Und das Ganze halte ich für ästhetisch wichtig, gesund sogar und zeitgemäß. Als Kind lebte ich in einer ganz eigenen Welt, wie in einer Luftblase, bis ich 15, 16 Jahre alt war. Dann fand ich Freunde. Damals ging ich immer in den Park im 19. Arrondissement. Die Schule war nicht weit weg und ich ging da immer spazieren. Ich weiß das noch genau. Und um 8 Uhr morgens hatten wir Sportunterricht. Mein Vater stammt aus Tunesien und meine Mutter ist Italienerin. Eigentlich kam ich zufällig zur Mode. Das Schneidern jedoch lag bei uns in der Familie. In meiner italienischen Familie, die in einem Dorf in den Abruzzen lebte, gab es einige Schneider. Auch meine Mutter konnte sehr gut nähen. Es war selbstverständlich. Mir ging das immer total auf die Nerven, weil es so laut war. Morgens bin ich davon oft aufgewacht. Und immer und überall dieser Stoff. Ich konnte das nicht ausstehen. Als Kind musste ich dann auch noch mitgehen, Stoff kaufen, obwohl ich lieber in den Park gegangen wäre. Das war nicht meine Welt, aber es führte kein Weg daran vorbei. Als Kind wollte ich auf keinen Fall, dass extra für mich Kleider geschneidert wurden. Damals wollte ich genau das tragen, was die anderen anhatten. Das war furchtbar für mich. Ich wollte so aussehen wie alle anderen. Erst als ich älter wurde, mit 16, fing ich an, mich dafür zu interessieren. Ich hatte keine Lust mehr auf Uniformität und fing an, mir meine eigenen Kleider zu machen. Klammheimlich übrigens, ohne dass jemand etwas davon mitbekam. Ich bin in Paris aufgewachsen, das ist meine Heimat. Auch wenn meine Eltern aus zwei ganz unterschiedlichen Kulturen kommen. Ich ging hier zur Schule und hatte meine Freunde hier, das hat mich geprägt. Aber eigentlich hätte ich die Kulturen meiner Eltern gerne besser kennengelernt. Mit Paris ist das schon eine seltsame Sache. Ich habe eine eigenartige Beziehung zu dieser Stadt. Eigentlich ist Paris wie meine Wahlheimat. Ich verstehe die Stadt. Und hier ist der einzige Ort, an dem ich mich wirklich wohlfühle. Es ist ganz natürlich für mich, hier zu wohnen. Gleichzeitig habe ich aber auch oft das Bedürfnis, wegzufahren. Ich finde die Stadt zu schwerfällig, zu konventionell und auch zu historisch. Es gibt keinen Raum, um sich weiterzuentwickeln. Und trotzdem fühle ich mich gut hier. Vielleicht, weil ich zu einem ruhigen, langsameren Rhythmus finde. Aber Paris ist keine Stadt, die mich inspiriert. Darum bin ich wohl auch nach Berlin gegangen. Diese Stadt verleiht mir Energie. Es ist schwer zu beschreiben. Ich fühle mich als Wahlpariser, weil ich hier geboren bin, und gleichzeitig als Fremder. Das gefällt mir.
Alors, ich habe nicht das Gefühl, dass Paris meine Stadt ist, dass ich alles von Paris kenne. Das mag auch der Grund sein, warum ich mich in Städten wie Berlin oder New York so wohl fühle. Das sind auch solche Wahlstädte. Viele Leute haben irgendwann beschlossen, nach Berlin zu ziehen. Viele Deutsche ziehen dorthin. Auch in New York leben viele Ausländer. In Paris bewege ich mich in einem ganz bestimmten Umfeld. Die erste Kollektion bei Dior war die Hölle. Zu der Zeit gab es eine extreme Konzentration der Luxusmarken. Damals entstand die Gucci-Gruppe, dann Prada und schließlich das Unternehmen, für das ich heute arbeite. Ich hatte überhaupt keine Lust darauf, in dieses System eingebunden zu werden. Damit hatte ich einfach nichts am Hut. Ich fühlte mich wie ein Tennisball in diesem Spiel und das nervte mich. Ich musste erst alles einrichten, bevor ich diese Kollektion präsentieren konnte. Ich kam mit nur einem Assistenten an und musste ein ganzes Team und ein ganzes Atelier auf die Beine stellen. Wir mussten das Atelier erst einmal einrichten, die Maschinen kaufen und einfach alles neu machen. Das fing bei den Etiketten an. Innerhalb von 6 Monaten haben wir dann alles aufgebaut. Das war sehr, sehr schwierig. Und dann gab es noch so ein Theater mit der Presse. Das war auch nicht besonders angenehm für mich. Ich habe keine guten Erinnerungen an diese erste Kollektion, aber es war eine außergewöhnliche Erfahrung. Yves Saint Laurent habe ich ganz zufällig kennengelernt, in einem Flur in seinem Geschäft. Ich war ziemlich beeindruckt. Wir haben uns ein paar Mal gesehen, als ich bei Saint Laurent arbeitete. Wir müssen uns 4 oder 5 Mal getroffen haben, während ich dort war. Immer war er sehr wohlwollend und sehr diskret. Ich kenne ihn nicht gut. Ich habe ihn nie danach gefragt. Aber ich denke, er hat den Laden einfach laufen lassen, solange ihm nichts missfiel. Das war so eine Art wohlwollendes Schweigen. Wären die Dinge nicht in seinem Sinne geschehen, er hätte bestimmt etwas gesagt. Es ist ganz normal, dass die Türen in einem Studio nicht offen stehen. Wir wollen hier nichts geheim halten. Es geht uns eher darum, dass Ruhe herrscht, damit alles ganz entspannt abläuft. Die Räume, in denen ich arbeite, sind sehr geschützt. Auf diese Weise kann ich von einer Saison zur nächsten übergehen, ohne mich um das kümmern zu müssen, was um mich herum passiert. Und ohne zu merken, wie die Zeit vergeht. Sans que je sente vraiment les saisons, le temps qui passe, etc.
Ich mag es, wenn im Team eine gewisse Intimität herrscht und jeder sich konzentrieren kann. Und das hat sich ja auch bewährt. Mittlerweile sind wir 3 Jahre hier. Wenn wir uns hier nicht wohlgefühlt hätten, hätten wir alles wieder verändert. Aber es ist wirklich sehr angenehm, sehr ruhig, wie man sieht. Man kann ja verschiedene Arten von Impulsen haben. Ich weiß nicht, inwieweit das zwanghaft ist. Meine Obsession ist die Männerwelt, auf die ich mich voll und ganz konzentriere. Darauf konzentriere ich mich schon seit langem, seit ich Student war. Ich glaube, darin liegt meine eigentliche Motivation. For the past 5 years, Eddie Sliman has been staging a quiet revolution in fashion. Then I thought I'd read the rest. Eddie is introverted, intense, and elegant. And in this way, he snuck up and took the fashion world by surprise. But it is not somehow a surprise that Eddie should be the first menswear designer to receive the CFDA International Award. Now, at Dior Homme, he continues the work he started. Here is a house with more history and tradition, more conventions to play with. I'm very happy to present this year's CFDA International Award to Eddie Sliman. Bonsoir. It's been a month that I'm trying to find out what I'm gonna sort of say, but I haven't found anything, I'm afraid. So thank you so much for your support. That's all I can say. Ich finde, das ist wirklich ein Zeitausdruck, wo viel Einfluss drin. Da sind deutsche Uniformen von vom Ersten Weltkrieg, da sind Rockstars, da ist alles drin. Aber er hat eine moderne, zeitgemäße Synthese daraus gemacht. Und das Gute ist auch, dass er nicht nur ein Schneider in Anführungsstrichen ist, denn so arbeitet man ja heute auch gar nicht mehr, aber dass er sich gleichzeitig für Musik interessiert, für Fotografie, selber was macht, Möbel wird, und dass er ein ganzes Konzept und Univers hat, wo die Mode reinpasst, aber wo die Mode nicht das Einzige ist, was seine, soll ich sagen, seine Vision auch erweitert. Ich habe schon immer fotografiert, seit ich 11 bin. Erst mit 16 fing ich an, Kleider zu machen. Die Fotografie war für mich wie jeden Morgen Tagebuch schreiben, nur schreibe ich nie. Ich machte Fotos, die meinem Alltag irgendwie einen Rhythmus verliehen. Gleichzeitig waren die Fotos immer eher objektiv. Da war nichts manipuliert. An die Mode gehe ich ganz anders heran. Da taucht man in die Suche nach Formen ein. In eine Welt der Kreation, um etwas Neues zu schaffen. Au sens invention. Ich habe 2 Jahre lang hier in Berlin im Verein Kunstwerke gewohnt. Als ich vor 3 Jahren hier hinkam, mussten alle ein Projekt vorlegen.
Ich machte ja pausenlos diese Bilder. Und zwar so konstant, dass es für mich zu etwas Selbstverständlichem wurde. Ich sprach mit dem Kurator Klaus Biesenbach darüber. So ist das Projekt entstanden, das diese Ausstellung nun abschließt. Wenn man eine Sprache nicht spricht, dann stellt man das Erlebte auch nicht in Frage. Aber wer die Dinge zu gut versteht, der verliert auch leichter seine Illusionen. Mir gefällt der Gedanke, etwas nicht zu verstehen oder letztlich das Leben falsch zu verstehen. So kann man mit den Menschen viel freier umgehen und man klammert sich an nichts fest. Ich finde, die Leute in Berlin haben sehr viel Stil. Aber das ist wirklich etwas ganz Persönliches. Das hat wenig mit Mode zu tun. Ich treffe dort jedenfalls immer erstaunliche Menschen, die sehr viel Stil haben. Wenn ich in Berlin bin, gelingt es mir, aus meinem alltäglichen Schema auszubrechen. In Paris hingegen bewege ich mich gern nach einem bestimmten Schema. Strukturen, Räume und Proportionen haben mich schon immer interessiert. Seit einigen Jahren beschäftige ich mich in meiner Arbeit hauptsächlich mit diesen Dingen. Im Grunde ist das die wahre Basis des Maskulinen, denn das bringt auch Veränderung und entwickelt das Maskuline fort. Dasselbe Prinzip wende ich auch an, wenn ich die Dior-Boutiquen ausstatte. Es sind immer die gleichen Prinzipien. Die Japaner kennen sich modisch extrem gut aus. Ich glaube, sie sind aufgeschlossen gegenüber der Mode. Sie kennen die Details und die ganze Szene, die dahinter steckt. Auch junge Männer interessieren sich für Mode. Hier kommen Trends ganz leicht an. In Europa ist das manchmal anders. Es dauert länger. Die Leute hier sind Konzepten wie meinem gegenüber sehr offen. Japan ist anders, aber das fasziniert mich. Alles funktioniert hier anders. Ich war schon öfter hier und irgendwann klappt es. Anfangs ist man verloren, aber dann sieht man die Logik in ihrer Arbeitsweise. Die Formen sind eben viel wichtiger. Eigentlich mag ich nur Metropolen. Der Gedanke, dass da immer irgendwo eine Form von mehr oder weniger intensiver Energie vorhanden ist, gefällt mir. Ich will machen können, wozu ich Lust habe. An jeder Ecke eine Buchhandlung finden, ausgehen und so weiter.
Irgendwo isoliert sein, ganz allein sein, das geht überhaupt nicht. Da werde ich verrückt. Nach einem Tag macht mich das garantiert depressiv. Ich mag eben nur Städte. Urlaub zu machen und nicht in einer Stadt zu sein, das ist immer ziemlich schwierig. Darum suche ich mir normalerweise Orte und Städte aus, die direkt am Meer liegen. Da kann ich dann schnell an den Strand gehen. Aber danach muss ich wieder in die Stadt zurück. Stadtplanung ist eigenartig. Für mich ist das hier, also Tokio, chaotisch. Ich verirre mich zwar gerne in den Straßen und dieses permanente Missverständnis hier ist für ein paar Tage ganz nett. Aber auf die Dauer, denke ich, ist das ziemlich schwierig. Ich liebe Städte, aber das hier ist schon das absolute Chaos. Das ist ein bisschen viel für mich. So weit geht meine Liebe doch nicht. Das Chaos in Berlin ist für mich das Maximum. Ich habe keinen Traum oder langfristige Pläne. Ich lebe von Tag zu Tag. Ich halte mich einfach sehr an die Gegenwart. Und so war es schon immer bei mir. Ich denke, das ist besser so und einfacher. Ich würde gerne ein bisschen durch die Straßen laufen. Vielleicht nach der Ausstellung in der Koyanagi-Galerie. Ich bleibe aus gutem Grund nie länger als 3 Tage, weil ich nach 3 Tagen einfach nicht mehr kann. Ich will dann nur noch weg. Ich finde diese Stadt toll bis zu einem gewissen Punkt. Dann kann ich nicht mehr. Das ist eigentlich das erste Mal, dass ich die Prints der Berlin-Ausstellung zeige. Anfangs waren sie ja als visuelle Installation für die Kunstwerke und für das MoMA PS1 in New York gedacht. Da die Galerie Koyanagi ein sehr intimer Rahmen ist, wollten wir hier einfach die Fotos zeigen. Ich glaube, für die Japaner ist Berlin etwas ganz Besonderes. Sie sind für diese Stadt und diese Bilder sehr empfänglich. Wahrscheinlich haben sie mich deshalb gebeten, diese Ausstellung zu machen. Es stand auch ziemlich viel darüber in den Zeitungen. Die Welt der Mode besteht aus so vielen verschiedenen Dingen. Ich finde es ungeheuer schwierig, nur einen Teil herauszunehmen und mich zum Beispiel nur auf das Entwerfen von Kollektionen zu beschränken. Alles andere gehört ja auch zur Mode. Und mir gefällt das sehr gut. Ich mache das, weil ich Spaß daran habe. Es ist leicht, unbeschwert. Und ich habe das Gefühl, dass ich großes Glück habe, tun zu können, was mir Spaß macht.
Auf der anderen Seite gibt es Dinge, die sind weniger lustig. Der ganze Druck zum Beispiel. Ich habe aber meine eigenen Welten, in die ich mich flüchten kann. C'est un monde qui est sale. C'est le monde de la saleté. Le monde de la mode, c'est propre. Et je crois qu'Eddie, il aime bien l'idée de la saleté. Il déteste la saleté, mais il aime bien l'idée de la saleté. Mais sinon, il y a un côté rituel dans, à la fois dans la mode et dans la musique. Un côté rituel dans les préparatifs. C'est ça, je pense, qui. C'est là que les deux se reprennent. Mode ist ein Ausdrucksmittel. Mode, das sind kreative Ideen. Fotografie, das ist wirklich eine Form von Objektivität. Oder vielmehr eine Art, dem Alltag einen Rhythmus zu verleihen. Das Fotobuch Stage habe ich vor 3 Jahren in Berlin begonnen. Die Arbeiten für die Kunstwerke-Ausstellung in Berlin musste ich jedoch früher herausbringen. Aber gleichzeitig habe ich an diesem Projekt hier gearbeitet. Das entstand ganz selbstverständlich. Ich habe Bands und Rockstars begleitet, die ich für Dior ausstattete. Und das alles mit den Fotos dokumentiert. Seltsamerweise ist dabei etwas entstanden, das zeigt, wie sehr diese ganze Szene ritualisiert ist. Die Fotos zeigen den Mythos, der um die Rockszene herum entstanden ist. Dann wollte man, dass ich ein Buch daraus mache. Und dieses Projekt habe ich gerade beendet. Jetzt liegt das erste Exemplar hier, allerdings noch nicht ganz fertig. Über den Einband muss noch entschieden werden, aber das Layout und die Abfolge der Bilder stehen. Im September wird das hier bei Aline Resch ausgestellt. Es ist sehr dokumentarisch, mit vielen Fotos, vielen Bildern. Vieles wiederholt sich. Das ist eine Art, unveränderliche Rituale zu betonen. Das hier fasziniert mich immer wieder. Skizzierte Kabel.
des bouches de câble. Er hat eine Vision und bleibt in der Vision. Auf die Länge kann das gefährlich sein, aber so weit sind wir noch nicht. Aber für Band Nummer 3 sage ich, versucht euch jetzt mal die Farbe. Da spricht der Verleger. Erinnern Sie sich an die 60er Jahre, da sagte man ja Zukunftsjahr 2000, weiße Courage steigt wie sonst was im Mond. Gucken Sie mal, wo wir sind. Also Leute, die in der Mode sind, die sollen sich nicht um Zukunft kümmern. Die sollen sich um die nächsten 6 Monate, um das nächste Jahr kümmern, aber nicht weiter. Wir müssen sowieso schon im Voraus arbeiten. Also das ist genug und das halte ich für ungesund. Denn es kann Dinge geben, die jegliche Prävision kaputt machen. Umstände, denn Mode muss auch Umständen entsprechen. Es soll nicht heißen, wenn es schlecht geht, muss es schlecht sein oder Trost oder was. Im Gegenteil, in schwierigeren Zeiten hat es oft sehr exzentrische Moden gegeben. Darum, da gibt es keinerlei Regel. Es gibt nur eine gesunde Sache in der Geschichte. Das ist ein gesunder Opportunismus. Das heißt, die Sachen und seine eigene Ästhetik dem Zeitgeist anpassen. Und da ist er sehr begabt für. Und das halte ich für sehr wichtig. Manchmal fällt zu viel auf einmal an. Man muss immer sofort zur nächsten Sache übergehen. Eigentlich gibt es keinen Augenblick, in dem man innehalten und alles noch einmal überdenken kann. Ich schaue nie zurück. Ich fange immer sofort mit etwas Neuem an. Sinnlichkeit. Nächste Woche besuchen wir den Iren Sean Scully, einen der großen abstrakten Maler der Gegenwart. Bis dann.